Hallo ihr Lieben, es ist 14 Uhr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute ein ganz tolles Thema für euch und zwar Textilgestaltung mit Metallic Transfers und wir basteln Mundschutzmasken. Und an meiner Seite ist Loredana. Hallo, ich freue Ja. mich hier zu sein. Du hattest ja auch die Idee mit den Mundschutzmasken, ne? Genau. Und vor allem, das ist einfach eine Technik, beziehungsweise zwei Techniken, die wir euch heute zeigen, die super einfach gehen, nämlich ohne Nähen. Ist nämlich nicht so Also, mein Ding. nee, meins nämlich auch nicht. Das kriegt wirklich jeder Ja, hin. genau. Und das Tolle ist noch, ihr könnt euch die individuell gestalten, also zum Beispiel auf das T-Shirt abstimmen und dann noch Genau. weiter verzieren mit verschiedenen, ja, Strassstein, Color-Bügeltransfers und vieles, vieles mehr. Das zeigen wir euch gleich alles ausführlich. Wir haben natürlich wieder Sets für euch zusammengestellt, die ihr bei uns bei www.ideenmitherz.de bestellen könnt, und zwar heute und morgen zu super günstigen Preisen. Ja, bis morgen um 0 Uhr. Telefonisch sind wir erreichbar unter der Nummer 0521 238180. Und wir haben am 1. Mai an euch auch einen Flyer verschickt. Also viele von euch werden den bekommen haben. Ansonsten gibt es den bei uns auch online anzuschauen. Und da haben wir ganz viele Bastelneuheiten für euch zusammengefasst und auch verschiedene Sonderaktionen mit Sets und gerade, also reduzierten Artikeln. Tolle Sets dabei auch. Super toll und ja, da wart ihr auch schon ganz aktiv. Oh, ja, sogar sehr aktiv. Unser Lager quillt über vor Aufträgen. Ja, da wollen wir uns an der Stelle einmal recht herzlich bei euch Ja. bedanken. Also vielen Dank, dass ihr so fleißig bestellt habt. Es hat uns allerdings auch ein bisschen überrannt und deswegen wollen wir uns auch einmal entschuldigen bei euch, weil leider, oh, die Bügelpresse piepst schon. Leider kommen wir fast gar nicht hinterher. Also wir arbeiten auf Hochtouren mit dem gesamten Versandteam. Es kommt zu leichten Ja. Lieferverzögerungen. An dieser Stelle tut uns das total leid, aber wir geben unser Bestes, dass eure Lieferungen Ja, so möglichst schnell schnell wie zu euch möglich. kommen, ne? Genau. Und wir haben ja hier die Aktion. Genau. Wenn ihr bestellt, wird im Monat Mai alles versandkostenfrei gesendet. Und zwar ab einem Bestellwert von 30 Euro alles versandkostenfrei in Deutschland und in Österreich ab 50 Euro Bestellwert. Das lohnt sich auf jeden Fall, ne? Absolut. Ja. Also deswegen denke ich auch, dass ihr schon so fleißig zugeschlagen habt. Ja. Und bevor wir jetzt gleich hier richtig loslegen mit Textil, zeigen wir euch nochmal die Muster, die ihr uns geschickt habt aus der letzten Show. Letztes Mal war das Thema Tischlaternen und unsere Gewinnerin vom Gewinnspiel war Silke und die Ja. hat uns ganz tolle Muster zugeschickt. Vielen Dank, liebe Silke. Das sind ja unsere Stanzbogen mit den Laternchen und schön mit den 3D mit dem 3D-Motiv verziert. Und auch mit farbigem Transparentpapier gefällt mir richtig gut. Süß. Und die Silke hat uns auch noch mal eine Laterne aus dem Reliefstoff gebastelt und hat es noch schön mit einem 3Ds und mit einem mit Blumenornamenten, und jetzt fällt mir das Tier gerade nicht ein. Gecko? Gecko, genau, Ja, mit der einem Gecko, Gecko. genau, und unsere Steine oben auch noch mal mit dran, und die Laternen sind auch wieder mit dabei. Super Super schön. schön. Jessica hat uns auch die schönen Hexagon-Laternchen gebastelt, auch wieder mit den Kristallen in Tropfenform. Super schön geworden. Ja, Und und Christina. genau, und die Christine hat uns was Maritimes geschickt, hat die Laternen einmal so vielleicht für eine nette Badezimmerdeko oder so mit schönen Seesternmotiven gestaltet, auch sehr schön farblich abgestimmt. Sehr Total schön. gut, ne? Die Idee, mal so eine ganze Ja. Unterwasserwelt zu Ja. gestalten. Also wieder vielen lieben Dank an euch. Schickt uns gerne eure Ideen und Muster an facebook@ideenmitherz.de und wir zeigen das einfach immer gerne hier in unseren Live-Shows, Ja. was ihr euch auch so überlegt habt, ne? Um Genau. uns so gegenseitig zu inspirieren. Und wir haben heute natürlich auch wieder ein Gewinnspiel für euch. Ja, auf jeden Fall lohnt es sich, diesen Beitrag hier heute zu teilen, damit ihr am Gewinnspiel teilnimmt. Wir haben hier ja schon mal so eine super schöne heiße Bügelpresse. Ja, die ist nämlich schon an, muss ich vorsichtig sein. Ja. Andere Bügelpresse. Ja. Halt die mal so hoch. Die ist nicht nur heute im Angebot, sondern Genau. derjenige, der den Beitrag hier teilt und am Ende ausgelost wird, bekommt diese tolle Presse auch gratis nach Hause als Geschenk. Also Genau. es lohnt sich. Die kostet normalerweise, ihr seht es, 187,43 € und wir haben Genau. für euch die Sonderaktion. Nur heute und morgen bekommt ihr unsere Bügelpresse für nur 150 150 Euro. Euro. Wow. Und dazu gehört ja die Unterlage, ne? Die Genau. Silikonmatte, die schwarze, die Teflonmatte. Zum drauf, so genau, damit man die Motive schön
geschützt, ne? Das ist genau. so wie man sonst Backpapier nimmt, mhm. nimmt man die Teflonmatte. Genau. Und dann hat immer, man hat immer alles schön beisammen, zusammen. Man hat auch eine Sicherheitsstation, ich halte die mal hoch, ja. wo man die Bügelpresse genau. einfach ablegen kann. Um den Tisch zum Beispiel nicht zu verbrennen oder so, ne? Genau. Das Praktische an der Bügelpresse ist ja, man muss nicht extra noch das Bügelbrett rausholen, man mhm. kann es auch einfach auf dem Tisch, Esstisch oder sonstiges verwenden und sofort einsatzbereit, ne? Ja. Und genau. ich sag euch, seid schnell, wir haben nämlich momentan nur noch 60 ja. Stück davon am Lager. Wir bekommen die natürlich nach, das dauert aber 1-2 Monate. Also jetzt sind noch 60 Stück da, wer schnell ist, bekommt sie noch. Genau. Und ich habe euch ja beim letzten Mal angekündigt, dass ich ein kleines privates Geheimnis in dieser Show lüften werde. Das werde ich auch am Ende der Show verraten und ich möchte euch jetzt schon mal einen kleinen Hinweis geben. Und zwar ist das ein Tipp, es hat was... Oder ein kleiner Hinweis ist diese Orange. Mhm. Und ihr könnt ja schon mal fleißig überlegen und schreiben, was könnte es damit auf sich haben mit meinem kleinen Geheimnis und der Orange. Da bin ich gespannt, auf was für kreative Ideen ihr kommt. Am Ende der Show kommt die Auflösung. Und jetzt starten wir direkt durch mit unserem ersten Textilset, was wir für euch zusammengestellt haben. Mhm. Und zwar geht's los mit unseren Creative Shirts. Die tragen wir auch schon. In Fuchsia und in Türkis haben wir die. Und wir haben uns überlegt, wir wollen mit euch ein Creative Shirt gestalten mit passender Mundschutzmaske. Mhm. Deswegen haben wir euch 4 Shirts ins Set gepackt. Aus einem Shirt bekommt ihr 8 Masken insgesamt. Das zeigen wir euch gleich mit den Techniken, mhm. wie das funktioniert. Und wir haben, ich zeige sie hier nochmal unbebastelt, einmal das schöne in Fuchsia, die haben so schöne Dreiviertelärmel, haben ganz tollen Schnitt, figurschmeichelnd in Türkis und in Fuchsia. Insgesamt 4 Shirts und die bekommt ihr heute und morgen für nur 15 Euro. Das heißt, ihr habt sozusagen ein Shirt gratis geschenkt in dem Set dabei. Und das Set hat die Artikelnummer 011877 und die Endnummer 34. Und zusätzlich haben wir ein zweites Set gestaltet, mit dem ihr perfekt die Shirts und die Mundschutzmasken verzieren könnt. Und da gehen wir einmal hier vorne hin. Da haben wir euch Bügeltransfermotive hineingegeben. Einmal diesen wunderschönen Schmetterling, den trägt Loredana auch gerade. Der sieht ganz toll auf dem türkisen Shirt aus. Dann haben wir hier noch weitere, auch mal kleinere Motive für zum Beispiel Kindershirts und auch die Schmetterlinge. Kann man ganz, ganz toll auf einen Mundschutz drauf bügeln. Dann haben wir hier die Rosen. Da haben wir auch darauf geachtet, dass wir ein großes Motiv haben. Und die kleinen Röschen, die könnte man jetzt zum Beispiel wieder auf den Mundschutz aufbügeln und weiter verzieren. Dann haben wir den Smiley mit im Set, den ich trage. Auch noch mit 2 kleinen Smileys und der Aufschrift Smiley auch 2-mal drauf. Und dann haben wir noch weitere wunderschöne Bügelstrass-Designs. Einfach auch mal kleine Schnörkel und kleine Motive, die man toll auf so eine Mundschutzmaske aufbügeln kann. Und hier auch nochmal die französische Lilie. Und das Set mit den Verzierungen hat die Artikelnummer 011877 und die Endnummer 35 und kostet heute und morgen nur 15 Euro. Und jetzt zeigt Loredana 2 Möglichkeiten, wie man ganz einfach so einen Mundschutz basteln kann. Genau, das wäre jetzt hier einmal die Variante 1. Also ich nehme hier einfach so ein T-Shirt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier vorne habe ich schon was eingezeichnet, aber wir sehen es jetzt auch gleich nochmal von oben auch gleich nochmal. Also da habe ich schon das mal vorgezeichnet. Mhm. Dann gucken wir mal von oben. Genau. So. Hier sieht man auch schon 36 cm und 17 cm hoch. Also 36 breit, 17 hoch. Und hier werden quasi Verbindungen, also Stränge hergestellt durch diesen Schnitt hier. Und hier sind die Ohrenschlitze. Das sind ungefähr 5 cm jeweils. Und hier lässt man so ungefähr 2 cm zum Bund immer frei, damit man dann auch nachher das am Nacken binden kann. Ich habe das jetzt hier schon mal ausgeschnitten. Mhm. Genau. Das kann man aus jedem T-Shirt machen, was ihr so genau. zu Hause habt. Ne? Schön ist, wenn da auch ein bisschen Elastan drin ist. Dass das genau, damit schön das schön eng anliegt. Ne? Mhm. Genau. Also hier schneide ich jetzt einfach mal diese Stränge zurecht. Das geht auch recht schnell. Franzt auch nicht aus, der Stoff. Das ist ganz praktisch. Mhm. Und genau, zack. Und hier, da hat man schon mal die Stränge zum Zubinden. Und hier hätte man die Schlitze für die Ohren. Dann würde ich jetzt hier so einfach mal in die Mitte greifen und das so nach innen klappen. Und dann mir noch mal kurz umdrehen. Dann sehe ich nämlich auch, wie weit ich schneiden darf. Genau. Hier so einmal rein.
Zack. Und fertig ist der Mundschutz. Mhm. Das ist oben. Da kommen die Ohren rein. Und hier wird das am Nacken zusammengebunden. Und damit das jetzt nicht so langweilig aussieht, haben wir uns gedacht, wir machen da noch einen Schriftzug drauf. Wir legen uns hier einmal zu der Bügelpresse ist ja auch hier so eine Bügelmatte, damit das auch hitzegeschützt ist, der Tisch zum Beispiel. Mhm. Ich würde mir jetzt hier aber noch mal ein bisschen Backpapier drunter legen, weil ich möchte ja ganz gerne Strasssteine aufbügeln. Mhm. Und bei den Strasssteinen ist ja hinten drauf immer noch mal so Kleber. Und der Kleber drückt sich halt durch und würde dann halt das Ganze verkleben. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein T-Shirt gestaltet, sollte man darauf achten, dass man immer was zwischen die Lagen legt. Ne? Also hier würde ich das dann einmal positionieren. Dann ziehe ich mir hier einfach die Folie ab. Mhm. Genau. Und diese transparente Folie klebt auch. Jetzt machst du im Prinzip genau die passende Mundschutzmaske für mich, für meinen Smiley. Mhm. Ne? Richtig. So, und dann würde ich das hier einmal positionieren. Nicht zu hoch, weil ich finde es jetzt nicht so toll, wenn es direkt an den Nasenlöchern ist oder so. Ne? So. Ja. Genau. Nee, wenn das so am Mund sitzt, finde ich das auch schön. Ein bisschen tiefer. Man kann es auch immer noch mal einschlagen. Ne? Man legt sich diese Teflon-Folie da noch mal drüber und dann kommt unsere Bügelpresse zum Einsatz. Wie man hier sieht, haben wir 100. Sieht man das? So. Genau, so. Oh, Gabi schreibt, ich habe in den letzten 2 Wochen über 40 Masken genäht. Super. Genau. Das wollten wir euch nämlich auch fragen. Was habt ihr denn schon so für Masken? Habt ihr selber gebastelt, genäht? Wie sehen eure Masken aus? Wie fühlt ihr euch mit den Masken? Schreibt uns gerne eure Kommentare dazu. Genau. Also normal stellen wir hier 160 Grad ein. War es auch, aber weil das jetzt schon etwas länger war, kühlt die sich natürlich auch immer automatisch etwas runter. Jetzt haben wir hier 152 und 120 Sekunden eingestellt. Die Temperatur stellt man hier ein und mit Plus und Minus und den Timer, die Anzahl der Sekunden, die bebügelt werden sollen. Und dann drückt man hier auf die Uhr, dann zählt der Counter quasi rückwärts runter. Dass es jetzt ein paar Grad weniger sind, ist nicht schlimm. War auf 160 vorgeheizt, wie man dann auch sieht, aber das ist jetzt gar nicht tragisch. Also 2 Minuten, ne? Mhm. Genau. Ja, genau. Würde das jetzt einmal einbügeln. Und wir können ja schon mal ein paar fertige Masken zeigen und ein paar Ideen für euch noch als Anregung geben. Also zum Beispiel habe ich zu Hause mit meinem Mann einfach mal ein altes Fanshirt zerschnitten, was er nicht mehr tragen wollte. Also auch für die Männer, die jetzt zum Beispiel Fußballmannschaften gut finden oder so, kann man dann einfach so eine Maske im Handumdrehen selber basteln. Ja, total. Ne? Wenn man das T-Shirt eh nicht mehr anzieht, einfach so die Schablone quasi. Zack, ausschneiden und schon hat man seinen Lieblings-Fanclub zum Beispiel auf der Maske. Oder hier haben wir ein altes T-Shirt genommen. Auch für Kinder ab 6 Jahren sollen die ja auch Masken tragen. Genau. Kann man einfach mal die ganze Maske etwas kleiner gestalten und dann zum Beispiel hier ein altes T-Shirt nehmen. Da haben wir dann ein paar Bügelstrass-Motive aus dem Set aufgebügelt. Genau. Auch total schön. Oder hier mit unseren Textilmarkern. Wir haben ja Textilmarker in unterschiedlichen Breiten auch. Haben wir einfach mal so einen Kussmund aufgemalt. Das hat sich meine Freundin nämlich gewünscht. Ne? Ja. So einen Kussmund. Ich so, okay, wir versuchen es mal. Und super geworden. Ja, ne? total cool, oder? Ja. Also ihr könnt jetzt richtig kreativ werden. Und das sieht einfach cool aus. Einfach abmalen. Und auch mit Kindern natürlich, mit Textilmarkern. Die können sich ihre eigene Maske gestalten, haben ein bisschen was zu tun. Und dann im Handumdrehen ist man damit auch fertig. Ja. Zum Beispiel auch. Das ist auch schon fertig. Ist auch fertig. Hier eine Kindermaske, die hat deine Tochter, glaube ich, gemacht. Genau, die hat meine Tochter gemacht, richtig. Mit dem Regenbogen, total süß. Soll ja alles wird gut, ne? Dieser Regenbogen, den man überall sieht. Habe ich gesagt, ich so, hier mal was drauf. Und sie so, immer mal ich mal einen Regenbogen. Fand ich total süß. Ist auch eine tolle Beschäftigung, wenn die Kinder zu Hause sind. Ja, ne? absolut. Und nicht wissen, was sie machen sollen, sag ich jetzt mal. Genau. Also ganz viele Möglichkeiten hier auch nochmal aus dem alten T-Shirt. So, und bei dir warten wir jetzt noch, bis das erkaltet ist. Das muss noch ein bisschen kalt werden. Das ist wichtig, bevor man das abzieht, weil sonst zieht man die Steine wieder mit. Aber man sieht es ja auch jetzt schon ganz schön drauf. Ne? Man muss ja nur die Folie abziehen und dann ist es ja auch schon fertig. Ja. Genau, noch ein bisschen kurz, man kann das so ein bisschen wedeln, ein bisschen Luft machen und dann bereiten wir aber erstmal schon die zweite vor, bevor wir abziehen. Genau, würde ich jetzt auch sagen, genau. Genau, die zweite Möglichkeit. Genau, und dann würden wir nämlich für die zweite Möglichkeit nehmen wir ja einen Bügeltransfer und dann brauchen wir nicht 2 Minuten, sondern nur 1 Minute. Dann würde ich das jetzt hier schon mal ändern. Mhm. Und du
Die haben wir zum Beispiel auch mal eine Schablone von uns genommen. Wir haben ja auch ganz viele Schablonen. Und da haben wir einfach mal den Fuchs übertragen. Auch eine schöne Idee, auch für Kinder oder für Erwachsene. Und dann kann man so richtig schön einfach die Konturen abmalen und dann ausmalen. Man kann mit Textilsprühfarben noch ein bisschen im Hintergrund ansprühen. Also auch eine richtig schöne Idee, einfach eine Maske zu gestalten. Und ja, wir wissen natürlich auch, dass das Thema Masken sehr kontrovers diskutiert wird. Oh ja. Und es ist aber nach wie vor im Moment ja die Vorgabe von der Regierung, dass es auch reicht, wenn man einen Schal über Mund und Nase trägt oder einfach ein Stofftuch, wenn man irgendwo in die Öffentlichkeit geht. Also sei es jetzt in einen Einkaufsladen oder mit Bus und Bahn fährt oder mal eben zum Bäcker geht. Und deswegen wollten wir euch einfach mal zeigen, wie einfach es geht, da so eine schöne Maske zu gestalten ohne Nähen und die dann auch noch richtig toll individuell verzieren kann. Also ob jetzt mit den Strasssteinen, wie wir das gerade gezeigt haben, mit Color-Bügeltransfer-Motiven oder auch mit unseren Textilstiften, da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Und könnt es euch dann passend zu eurem Textil, zu eurem Oberteil zum Beispiel gestalten. Genau. So, jetzt geht's weiter mit dem nächsten. Jetzt zeigen wir euch das mal mit dem nächsten Creative Shirt in Türkis. Genau, du hattest ja gesagt, dass man 8 Stück daraus bekommt. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt hier 1, 2, 3 kriegt man auf jeden Fall raus. Ja. Mit dieser Technik, die ich eben gezeigt habe, also quasi die Variante 1. Und dann ist er so spontan, der Ärmel würde ja auch noch gehen. Ne? Mhm. Also, dass man den Ärmel einfach abschneidet und das wirklich nicht ganz so nah dran, so ein bisschen abschneiden. So, zack. Ja. Und dann würde ich das auf 17 cm kürzen. Mhm. Ne? Also hier auf 17 cm. Und ich habe mir dann hier mal so eine Schablone schon mal so vorbereitet. So eine, damit man auch genau weiß, wo man einschneiden soll. Also der Ärmel ist ja halt so. Und dann würde ich die Naht nach innen packen. Mhm. Das ist dann halt das, was an der Nase anliegt. Hier das in der Mitte. So. Mhm. Und dann lege ich mir den Ärmel so hin und hätte hier so eine Schablone. 1 Zentimeter, 1 Zentimeter und dann halt immer so weiter. 2 Zentimeter in der Mitte. Und dann klappt man das hier einmal um. Wichtig ist, dass man, wenn man schneidet, beide Lagen trifft. Ne? Also würde man jetzt hier einmal zack. Ja, immer schön zack einsteigen. Die Scheren sind übrigens genau, super dafür. Die sind super. Das sind die Softgrip-Scheren. Die gibt es im Dreier-Set. Genau, bei uns bei und Ideen mit Herz. Schneiden schaut da mal rein. Super in Stoff rein. Ich habe das nämlich zu Hause auch mit so einer Haushaltsschere erst probiert. Genau. Und da hat es mehr gefranst. Also die Scheren sind sehr zu empfehlen. Mhm. Und von unten, von dem Bund unten, kann man sich jetzt hier so 2 lange Stränge abschneiden. So circa 2 Zentimeter lang, ne? So. Das hatte ich jetzt hier auch schon vorbereitet. Und dann würde ich mir hier den Ärmel einmal nehmen. Dann sieht man auch schon, wo die Schlitze sind. Wenn ich Glück habe, sieht man sie auch. Ansonsten, wenn die nicht ganz durchgegangen sind, kann man sich mit der Schere hier nochmal so ein bisschen nachhelfen und die so ein bisschen erweitern. Das geht. Ansonsten würde man jetzt diesen Strang nehmen. Mhm. Am besten immer von oben anfangen. Das ist ja vorne, dass man das sich hier durchfrickelt. Ein bisschen. Genau. Marina schreibt, ich habe 80 Masken genäht Ui. Und das meiste davon an ein Seniorenheim gespendet. Oh, das ist aber eine ganz tolle Idee, wirklich. Ja, und zu meinem kleinen Geheimnis muss ich sagen, also so richtig geheim ist es scheinbar dann doch nicht mehr, ne? Also sind eigentlich schon alle drauf gekommen und es wurde auch schon geschrieben, dass meine Mutter das auch auf Sendung schon verraten hat. Ja, sie hat es ja auch schon verraten. Die Oma, die freut sich ja natürlich auch extrem, dass sie wieder Großmutter wird. Ja, ne? Ja, als wir es mitbekommen haben, haben wir auch gesagt, schade, ne? Ja, schade, verraten. Und mit der Orange wissen auch schon die meisten, was ja, okay, also hätten wir uns also den Gag sparen. Ja, aber wir wollten es trotzdem einfach nochmal machen. Also vielen Dank, ich habe auch schon ganz, ganz viele herzliche Glückwünsche hier bekommen und freue mich riesig, also dass ihr auch immer so schön Anteil nehmt und ja, ganz, ganz vielen Dank. Sehr schön. Ja, wir freuen uns auch alle riesig, Julia. Ja, ich mich ja auch. Ja. Im Oktober ist es übrigens soweit. Juhu. Das Geschlecht verrätst du aber jetzt bitte nicht. Nein, und deine Mutter das auch nicht. Ich noch nicht. So. Nein, das halten wir noch ein bisschen geheim. Genau. So, dann habe ich das hier schon mal durchgefädelt. Man kann sich das hier noch mal so ein bisschen ordentlicher
so zurechtdrehen und zurechtzuppeln. Das gleiche macht man auf der anderen Seite und würde dann so aussehen. Ja, sehr schön. Ne? Guck mal, wie einfach auch. Ne? Einfach mal aus so einem Ärmel, total die gute Idee auch. Genau, ist ja dann hier auf der Rückseite ein bisschen kürzer, aber ist nicht schlimm, weil an der Nase finde ich persönlich, mag ich nicht, wenn zu viele Stoffe, also nicht zu viele Lagen. Und das ist ja auch wieder ein bisschen umstritten. Einlagig, zweilagig, dreilagig. Jeder macht es anders. Und ich glaube, da muss man auch einfach so ein bisschen auf sein eigenes Gefühl achten. Ja. Weil ich finde, eine Lage ist schon sehr schwer zu atmen, sag ich jetzt mal. Also, ne? Ja, genau. Es kommt ja auch immer drauf an, wofür. Wenn man mal eben beim Bäcker reinhuscht, ne? Muss das ja auch nicht die medizinisch perfekte Variante sein. Nee, wenn man auch nur einen Schal nehmen kann, dann muss das keine medizinische sein. Also da finde ich es ganz toll, wenn man alte T-Shirts oder auch mit aus diesen Creative-Shirts da was bastelt. Total super. Und jetzt bastel ich natürlich das Pendant zu meinem T-Shirt. Mhm. Schmetterlinge auf meinen Mundschutz, damit das auch passt. Ne? Mhm. Genau, die lege ich hier drauf und decke das Ganze wieder mit dieser Teflon. Folie ab, ja. Ganz praktisch, da muss man nicht immer Backpapier da haben oder so, weil die hat auch noch die perfekte Größe. Für alle, die keine Bügelpresse zu Hause haben, das geht natürlich auch einfach mit Backpapier und dann bügelt ihr auf Baumwolleinstellung. Genau. So, und jetzt 60 Sekunden, also 160 ist eingestellt, aber wie gesagt, wenn die ganze Zeit an ist, dann ist es klar, dass die ein bisschen runterkühlt. Da können wir jetzt gerade, deswegen habt erwarten, das ist gar nicht schlimm, wenn es ein paar Grad weniger sind. Ja. Da läuft jetzt der Counter und 60 Sekunden runter und wird dann gleich kurz kalten lassen, dann ziehen wir das wieder ab. Ne? Mhm. Und ach ja, und diese erste Variante, da gibt es sogar noch einen Download auf unserer Seite. Ne? Genau, haben wir extra noch für euch angefertigt. Schaut da einfach, das könnt ihr euch als PDF runterladen. Da stehen nochmal ganz genau die Größen auch drauf. Von der Variante. Von der Variante. Und dann können wir das jetzt eigentlich schon abziehen. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich präsentiere einmal, wie schön das zu meinem Smiley passt. Also hier steht es nochmal genau und mit allen Größen, die ihr dann dafür braucht. Genau, soll ich das mal gerade hier so machen? Ja, komm mal rüber, genau. Das ist jetzt erkaltet. Jetzt kann man da ja einfach die Folie abziehen. Und jetzt dann sind die Strasssteine aufgebügelt. Genau. Ja. Genau. Ja, ist auch schon fertig. Zack. Zack. Fertig. Und ich kann ja jetzt schon mal hier anlegen. Also Smile, passend zu meinem Smiley, ne? Mit dem passenden Shirt, alles aufeinander abgestimmt. Und jetzt mache ich das einfach hier über mein Gesicht und dann hier die Ohren einstecken. So, dann kann man das hier einmal so umschlagen. Genau. Und einfach hinten zusammenbinden. So. Super. Zack. Und wenn man das im Ganzen sieht mit deinem Shirt, sieht das total super aus, weil es passt. Ne? Kann man das hier noch so ein bisschen umschlagen, ne? Und dann man redet gleich schon anders mit so einer Maske. Ne? Das ist gleich ganz aber normal. So, ich nehme die auch wieder ab, damit ihr mich besser versteht. Genau. Aber ihr seht, ich habe die Maske passend zu meinem Shirt. Genau, und ich auch gleich. Und das macht einfach Spaß. Ne? Man kann so richtig kreativ werden und sich alle alten T-Shirts, die man auch zu Hause hat, dafür nehmen. Oder eben mit den Creative Shirts ist das so schön, weil die auch so ein bisschen Elastan mit drin haben. Ja, ne? Genau. Und gerade für Brillenträger ist das ganz praktisch. In der Zeit, wo das gerade nochmal abkühlt, kann ich die kleinen Tipps hier auch nochmal weitergeben. Ich hatte das auch mal gelesen, weil ich ja auch ab und zu eine Brille trage. Und wenn man unterwegs ist, dann beschlagen die Brillengläser ja auch so extrem. Das ist ja so ein Problem von den Brillenträgern. Mhm. Und wichtig ist einfach, dass es hier sehr eng anliegt an der Nase. Und deswegen ist dieser Stoff auch so super ideal dafür, weil der wirklich eng anliegt. Und genau, und dann sollte man auf jeden Fall die Brille mit Seifenflüssigkeit, also mit flüssiger Seife, polieren und immer darauf achten, dass der Mundschutz hier liegt und die Brille auf dem Mundschutz drauf, ne? damit die Luft nicht nach oben weicht. Ne? Ganz wichtig war uns natürlich auch, dass man die wieder vor Viren auch schützt. Ne? Genau. Und wir haben gesagt, okay, was nicht geht mit dem Stoff und wenn ihr die verziert habt mit Bügelsteinen oder mit Transfermotiven, ist bei 60 Grad zu waschen geht nicht. Aber wir haben es ausprobiert. Ihr könnt die ganz einfach wieder virenfrei machen, indem ihr die in den Backofen gebt. Einfach nur bei 75 Grad eine halbe Stunde und da passiert nichts. Alles bleibt, wo es ist. Und am besten mit der schönen Seite nach unten, vielleicht ein Backpapier drauflegen aufs Backblech und dann mit der schönen Seite
nach unten, damit das irgendwie nicht gebrutzelt wird. Oder eben einfach bügeln. Genau, bügeln. Dann mit der Presse. Die Viren auch abgetötet, ne? Genau, mit der Presse oder mit einem einfachen Bügeleisen. Die Motive, die wir jetzt hier gerade mit der Presse anbringen, die kann man ja auch super mit einem normalen Bügeleisen auf mittlerer Stufe. Man sagt 160 Grad, also Mittel- oder Seide-Einstellung so ungefähr, ne? Ist ja von jedem Bügeleisen zu Bügeleisen unterschiedlich. Ich habe eine Dampfstation, da kann ich gar nichts einstellen, ne? Ja. Das ist halt, ja, muss man ein bisschen ausprobieren, sag ich jetzt mal. Ne? So, dann zieh die jetzt einmal ab. Dann ich zieh die jetzt mal ab, aber die klemmen gerade noch ein bisschen. Die sind noch nicht ganz kalt geworden. Dauert gerade noch einen Moment. Dann zeige ich euch schon mal das nächste Thema. Jetzt haben wir ja die Masken gebastelt und jetzt wollen wir ja gleich zum Thema Metallic-Transfer-Motive kommen. Und da seht ihr schon mal einmal hier Liebe. Das ist ein wunderschönes Metallic-Transfer-Motiv. Oder ich greife mal hier hinter mich. Da seht ihr auch nochmal Love in Gold. Guckt mal, wie toll das aussieht. Wir haben ganz neue Statement Metallic Transfers, die man aufbügeln kann. Auch in Verbindung natürlich mit Schablonen, mit Farben, mit Strasssteinen. Es sieht einfach richtig edel aus und es strahlt so richtig. Und wir haben die in Gold, wir haben die in Silber und in so einem Roséton. Und verschiedene Designs. Ich zeige euch jetzt einfach mal unser Set Nummer 3, solange das hier noch abkühlt. Und da gehen wir einmal nach vorne. Da haben wir zwei Sets gepackt mit den Metallic Color Transfer Motiven. In dem ersten haben wir die Motive in Rosé und in Gold. Da ist einmal dabei hier Selfie Queen. Das ist so richtig modern, sage ich mal, ne? Auch in unterschiedlichen Größen. Fashion ist dabei, Mailand, Glamour mit dem Kussmund. Dann auch mal die Hashtags mit Enjoy, Nice, Läuft. Da kann man natürlich auch die Hashtags weglassen und einfach nur Enjoy aufbügeln zum Beispiel. Oder hier Love und dann ganz in ganz vielen verschiedenen Sprachen einmal das Thema Liebe aufgegriffen. Und dann haben wir noch unsere Braut. Und das ist ja auch einfach schön, da ist Teambraut und nur die Braut, da kann man das Team wegschneiden, wenn man ein T-Shirt für die Braut machen möchte oder eine Schärpe zum Beispiel. Und da können wir einmal hier rüber filmen. Wir haben hier nämlich auch eine Braut bei uns im Studio. Und die haben wir so ein bisschen auf Hippie gestylt und die trägt dieses Brautshirt. Und ihr seht das, wie toll das aussieht, wenn das eben nicht einfach nur eine Farbe ist, sondern metallisch glänzt. Also richtig metallisch, schön golden mit dem Herz dazu. Und das wäre unser erstes Set mit der Artikelnummer 011877 und die 36 am Ende. Und das kostet heute und morgen nur 19 Euro. In unserem zweiten Set haben wir nochmal 5 DIN A4 Bogen mit Metallic Transfermotiven. Einmal Why Not, in Schwarz ist das dann, mit in verschiedenen Größen. Dann haben wir hier Enjoy Your Life, Smile Every Day und einfach mal Me, das ist auch total im Trend. Dann Just Be Yourself, Simply Me, einfach so schöne Aufschriften für T-Shirts. Sehr schön, total schön. Hier nochmal Love und Liebe in Silber, also so die Schwarz-Silber-Variante und die ganzen tollen Hauptstädte New York, London und Paris. Und das Set kostet auch nur 19 Euro und wir zeigen gleich, wo man die überall noch aufbügeln kann. Jetzt haben wir nämlich noch ein weiteres Set für euch zusammengestellt mit tollen Ergänzungen, wo diese Metallic Color Transfer Motive überall ganz klasse drauf aussehen. Zum Beispiel auf unseren Kosmetiktäschchen. Die haben wir in 3 verschiedenen Größen in dem Set. Die sind aus Kunstleder in einem ganz edlen Taupe. Und ja, da könnt ihr natürlich tolle Geschenke drin verpacken. Dann haben wir zusätzlich in dem Set noch einen schwarzen Turnbeutel, den man ganz toll verzieren kann. Zeigen wir euch gleich auch nochmal eine schöne Variante. Und unser Kuschelkissen, da muss ich einmal hinter mich greifen, in Naturweiß. Das ist 45 x 45 cm groß und das ist sogar auch schon befüllt. Und ganz, ganz kuschelig weich und das könnt ihr auch wunderschön verzieren. Und genau, das Set hat die Artikelnummer 011877 und die 38 und kostet nur 16 Euro heute und morgen. So, und dann haben wir noch ein Set für euch zusammengestellt, was natürlich auch super zum Thema Textil passt. Und das sind hier unsere Marmorzauber-Sprühfarben. 2 Stück sind in dem Set dabei. Schwarz und Weiß kann man immer super gut gebrauchen. 400 Milliliter und damit basteln wir auch gleich nochmal. Und die beiden Farben kosten nur 24 Euro und haben die Artikelnummer 011877 und die 39 am Ende. Das jetzt lohnt sich auf jeden Fall. Einmal. Genau. Erstmal nochmal ihren Mundschutz. Genau. Und dann die Schmetterlinge, basteln wir ein Kosmetiktäschchen. Genau, einmal von. Dann zeigen wir noch einmal hier
Mundschutz, ne? Ja. Von oben dann einmal, wie wir das hier abziehen. Und da ist schon der erste Schmetterling, der hier fliegt. Und da der nächste. Und hier der nächste. Genau. Oh, schön, ne? Ja, das muss man natürlich schauen, dass man die Ohrlänge, jeder hat ja verschiedene Gesichtsgrößen, sag ich jetzt mal, oder Abstände, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist jetzt, da mache ich jetzt hier einfach mal einen Knoten rein. Also erstmal vielleicht vors Gesicht halten und einmal abmessen, aber ich mache jetzt mal so grob ungefähr, habe ich mir das gemerkt. Ich hoffe, das passt auch. Ansonsten kann man ja immer noch mal enger ziehen. Klar. Ne? Genau. Das macht man dann ganz individuell zu Hause. Ja, richtig. Genau. Dann würde ich das einmal... Ach so, jetzt gucken wir von vorne wieder. Genau, oh, guck mal. Passend zu deinem Schmetterling Creative Shirt. Ist ja wohl cool, oder? Mhm. Und man guckt ja auch, ne? Man geht einkaufen und man guckt, was haben die anderen für Masken auf. Ja, total. Ne? Das ist ja schon so. Ja, das ist total gut. Die ist jetzt noch ein bisschen locker. Die müsste ich jetzt an den Seiten noch ein bisschen enger machen, sage ich jetzt mal. Aber das ist mir auch aufgefallen, wenn ich einkaufen gehe, ist das Spannendste wirklich... Welche Maske, oh, die Maske sieht ja toll aus, ja, oder die ist ja kreativ, der, oder, ne, also das ist so spannend. Echt so. Wirklich, und manchmal denkt man schon so, das ist so ein kleines, wer hat die schönste Maske oder ja, so, ne? Wie so ein kleines schon. Battle, ne? Also ich habe auch gesagt, ich habe eine rote auch zu Hause und habe direkt mein rotes Kleid dazu angezogen. Oh ja, das sah toll aus. Ne? Gleich gedacht, auch irgendwie schön, wenn es zusammenpasst, das ist ja auch so ein Frauending, oder ja, Männer auch, aber genau. Ne, das ist immer schön. Hier seht ihr auch nochmal, ach, dieser metallische Glanz. Ich finde das so toll. Das gibt einfach jedem T-Shirt nochmal so eine ganz edle, kostbare Note. Auf jeden Fall. Und auch nicht nur auf T-Shirts. Hier unten haben wir übrigens, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, auch mit unserem Marmorierspray gesprüht. Ja, mal ganz Silber. Sieht man's, ne? Und das haben wir ja in Schwarz und Weiß mit im Set. Und da zeigst du ja jetzt auch mal das Kosmetiktäschchen, ne? Wie toll genau. Man das verzieren kann. Richtig. Und dann eben auch auf so ein Täschchen unsere Metallic-Transfermotive aufbügeln kann. Richtig, wir haben ja in dem Set drei verschiedene, total praktisch. So für unterwegs, ne? Für die Handtasche oder sonstiges, ne? Nimmt man die passende Größe. Wir wollen heute mal die große gestalten. Und zwar auch schnell und einfach verzieren, sage ich jetzt mal. Wir haben hier unseren Marmorzauber in Weiß und Schwarz. Ich hoffe, ich saue hier jetzt nicht zu viel rum, weil man braucht schon ein bisschen Platz, damit man mit diesem Marmorzauber sprüht. Jeder hat so seine eigene Technik, ne? Und ich versuche jetzt mal genau mit Weiß zuerst. Also ich stehe mal ganz gerne dabei auf, oben, wenn ja, ich ehrlich ich bin. Sagen, genau. Ja. Genau, einmal schön vorher schütteln. Und dann sprüht man leicht auf den Knopf und macht so leichte Bewegungen und zieht das Ganze dann auch immer wieder so ein bisschen zurück. Vielleicht nochmal von vorne dann einmal zeigen. Jetzt können wir auch gerne von oben bleiben. So. Und vom Schwarz nur so ein paar kleine Fleckchen. Genau. Also manche sprühen von unten, manche sprühen so seitlich. Ne? Wenn man jetzt sagt, hier unten ist mir jetzt noch zu wenig, dann kann man noch so ein paar Spinnenweben drauf machen, sag ich jetzt mal. So, genau. Das muss natürlich erstmal einen kleinen Moment trocknen. Und da würden wir dann noch einen Metallic-Bügeltransfer drauf bügeln. Und zwar würden wir einmal die Matte. Habe ich ach, schon mal weißt du was? Gabi schreibt gerade, das Geschlecht wurde auch schon verraten. Nein! Ach, wir können hier keinen mehr überraschen. Na toll, danke Mama. Die Mama. Ja, gut, dann wisst ihr ja Bescheid. Ne? Genau. Also hier haben wir schon mal eins vorbereitet. Ja. Und dann, Julia, was meinst du? Smile every day oder enjoy your life? Weil enjoy your life haben wir ja auch sogar als Muster. Ja, dann machen wir jetzt smile every day. Das passt ja auch jetzt zu deinem im Moment Smiley, passt zu meinem genau. Smiley. Und ist ja irgendwie genau. auch immer eine schöne Botschaft, genau, oder? Finde ich auf jeden Fall richtig. Und wichtig ist, wenn man sich diese Metallic-Bügeltransfer ausschneidet oder beziehungsweise zurechtschneidet, dass man nicht so von vorne schneidet, sondern dass man sich die Rückseite nimmt, dass man nicht in die Schrift aus Versehen reinschneidet. Das ist immer einfacher, wenn man das von hinten macht. Einmal so grob umschneiden, ausschneiden, Entschuldigung. So, dann legen wir uns wieder die Matte, diese Bügel
Folie. Ja. Und dann nimmt man 130 Grad, circa 130 Grad. So, 60 Minuten. Und drückt einmal wieder auf den Timer. Das sind jetzt wieder ein paar Grad mehr. Aber das ist halt, wenn man live die ganze Zeit die Presse anhat, dann kann man nicht immer genau die Temperatur gewährleisten. Dann können wir ja schon mal noch ein paar Muster zeigen. Hinter dir sind ja noch ganz viele tolle, ne? Ja. Schaut mal hier zum Beispiel. Da haben wir mit noch Farben gesprüht, Metallic-Farben. Dann mit unserem Marmorier-Effekt-Spray gesprüht und dann hier die goldene Metallic-Folie aufgebügelt. Dann schimmert das so schön, wenn das Licht drauf Sehr kommt. Sehr schön. Genau. Und bei dir Fashion. Genau, Fashion ist hier einmal. Und dann haben wir auch mit den Metallic-Farben hier oben so einen Rand schön gestaltet und mit Hotfix-Stein das Ganze nochmal verziert. Funkelt auch schön. Hier das Kuschelkissen, was wir ja auch im Set haben. Das ist im Moment total modern. Sieht man in ganz vielen Einrichtungshäusern auch, dass man da so Statements auf den Kissenhüllen sieht. Und ihr kriegt ja nicht nur die Kissenhülle, ihr kriegt ja auch das ganze Kissen dazu. Und hier einfach mal auch mit dem Spray gesprüht und dann Love und Liebe drauf. Total schön. Finde ich auch, ist richtig schön geworden, auf jeden Fall. Da haben wir nochmal ein T-Shirt mit einem Color-Bügel-Transfer-Motiv. Das hatten wir ja vorhin im Set. Da haben wir auch mal passend dazu, weil wir da die kleinen Röschen noch haben, auch den Mundschutz gestaltet. Also hier könntet ihr auch wieder ein ganzes Outfit tragen mit diesem romantischen T-Shirt mit den Rosen und dann die gleichen Rosen im gleichen Stil noch auf dem Mundschutz. Und hier hätten wir dann auch nochmal eines unserer Lieblingsmotive, Why Not, kommt jetzt hier gerade. Doch, sieht man, ne? Ja, in verschiedenen, wir haben ja immer diese Motive in verschiedenen Größen. Dann kann man auch immer schauen, ob man das irgendwie sich klein irgendwie aufs T-Shirt druckt oder halt in groß in die Mitte. Für jeden Anlass ist was dabei, das ist ganz praktisch. Und hier haben wir auch nochmal ein Kinder-T-Shirt mit unserem Bügeltransfer, das ist auch im Set enthalten, ne? Einfach so ein altes, schlichtes Oberteil mit einem Bügeltransfer. Und dein alter Pulli. Genau. Da einfach mal so ein alter grauer Pulli, den man sonst vielleicht eher so zum Ausruhen zu Hause trägt, wenn man da dann nochmal so ein Statement, just be yourself. Den trage ich jetzt wieder zu Hause. Also den zu Hause zum Chillen finde ich den. Oder auch so. Ja, aber auch so. Ne? Das ist jetzt wieder so ein richtig stylischer Pulli. Total. Also einfach und schnell alte Textilien aufwerten mit den Metallic-Transfers. Das macht Spaß, das geht super schnell. Vorne haben wir auch noch Turnbeutel zum Beispiel gestaltet oder Taschen mit den Metallic-Transfers. Und ja, zum Aufbügeln und Waschen können wir gleich auch noch mal ein paar Tipps geben, ne? Der Bügelmotive und der Metallic, genau. Richtig. Also 30 bis 30 Grad, aber Schonwaschgang ist immer empfehlenswert. Am besten so ein Kurzprogramm, Schonwaschgang oder Feinwaschprogramm oder andere haben sogar Dessous-Waschprogramm, Feinwaschprogramm da stehen. Ne? Also ich habe jetzt versucht, alle mal Begriffe zu erwähnen, weil das sehr schwierig ist, wirklich da zu sagen. Also ein Kurzprogramm, maximal so 30 Minuten vielleicht und nicht stark schleudern. Das wäre bei den Metallic-Bügeltransfers sehr wichtig, damit man auch wirklich lange was davon hat. Ne? Hier haben wir noch eine Kombi mit einem Glitzer-Bügeltransfer. Genau, und dann wollen wir noch mal zeigen, wie das auch... Die Täschchen? Genau, die Täschchen, das ist ja hier, ne? Ja, willst du, ist wollen das, wir das schon... Einmal, ich schau mal gerade, ob das schon... Erkaltet? Ja, es ist schon erkaltet, okay, genau, wir können es einmal zeigen. Dann gucken wir doch da mal. Ja, super. Sehr schön. Und einmal zeigen, genau. Und zwar ziehen wir uns das dann hier einmal ab. So, und schon habt ihr die Message... Auch auf dem Kosmetiktäschchen, da würde ich jetzt noch mal drüber bügeln mit einem Backpapier oder mit unserer Teflonmatte, die ja schon dabei ist bei der Bügelpresse. Und dann zeige ich euch schon mal hier auch, wie das aussehen kann mit Liebe. Da haben wir das in Silber aufgebügelt. Oder hier einfach mal ein M. Für Monika, für meine Freundin. Für Monika beispielsweise. Ja. Und dann hier Enjoy. Your Life, das ist ja sowieso auch immer eine sehr schöne Message, sehr schön. Hier auch super drauf aussieht. Genau. So, wichtig ist, dass man danach noch mal einmal Bügel fixiert. Ne, dann hat man noch mal so eine schöne Struktur. Also und die lassen sich zusätzlich auch noch auf Grußkarten aufbügeln. Hier mal auf unserem Kraftpapier, das wir so lieben. Wie hast du das aufgebügelt? Das wurde auch ganz normal bei 130 Grad eine Minute. Also alles 130 Grad eine Minute. Ja, super. Genau. Dann haben wir es auch noch mal auf einem Holz.
So, das ach, ist Julia, auch das schön, ist so ne? schön, ne? Also Julia hat schon gesagt, Jährchen her, aber ach Quatsch, das ist Holz, einfach ja, vorgrundiert genau. mit Multi-Surface-Farbe, auch mhm. wieder den Marmor-Effekt, ne? Und dann die Bügel Metallic Transfers draufgebügelt, ein bisschen Floristik, ein schönes Foto, aufhängen, fertig. Also super schön. Ne? Oder halt für die Braut. Zur Hochzeit, ne, zur Hochzeit, zum Geburtstag, zu irgendwelchen Jubiläen. Es ist einfach immer schön, da auch sowas, so ein Holzbrett zu individualisieren. Genau. Richtig, sehr schön. So, und zum Schluss haben wir noch ein Set für euch vorbereitet, Set Nummer 7. Wir haben heute wieder alles gegeben für euch, damit ihr eine große Auswahl ja. habt, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, zu spielen. Wir haben hier ein Set mit unserer Textilsprühfarbe und zwar mit Metallic. Wir haben ja heute alles so ein bisschen metallisch glänzend und da dachten wir, passen diese Farben auch einfach perfekt dazu. Es sind 12 unterschiedliche Farben, insgesamt 50 Milliliter mit einem metallischen Glanz. Die sind sogar deckend auf dunklen Untergründen, also sieht ganz, ganz toll aus und das zeigen wir euch jetzt auch nochmal zum Schluss in unserem letzten Beispiel. Und das Set hat die Artikelnummer 011877 und die 40 am Ende und kostet heute und morgen nur 15 Euro. Und ja, damit könnt ihr zum Beispiel unseren schwarzen Turnbeutel, den wir eben im Set hatten, ganz toll gestalten. Mhm. Und dann auch wieder weiter verzieren, ob jetzt mit Metallic-Transfermotiven oder Color-Bügeltransfers. Und da gucken wir einmal direkt rüber zu Loredana, die hat sich das schon ganz toll vorbereitet. Genau, einmal den schwarzen Turnbeutel. Am besten immer so eine Matte reinlegen, damit die Farbe auch nicht so auf die Rückseite durchsickert, ne? Auch wenn man mit Schablonen arbeitet und mit Sprühfarbe. Genau, man legt sich die dann einmal hin. Am besten die Henkel immer so nach innen schlagen, dass man die nicht auch voll sprüht. Ja. Genau. Und dann ist es wichtig, ich möchte ja im Nachgang dann noch so einen Bügeltransfer drauf machen. Mhm. Und zwar dieses hier. Habe ich jetzt mal geschaut, welche Farben sind enthalten. Und diese Farben habe ich mir dann auch schon mal rausgesucht, zurechtgelegt. Wichtig ist, dass man die Farben halt vorher auch immer schön schüttelt. Genau. Ne? Und einmal vorsprühen. Also ich habe jetzt hier leider nicht so viel Fläche, deswegen habe ich gesagt, okay, ich sprühe jetzt hier einfach mal so in so einen Mülleimer, sag ich jetzt mal. Rein, einmal zack rein, genau. Genau, wenn es dann kommt. Mal erstmal die nächste Verseuchung genau. ein bisschen mitsprühen. Irgendwie. Ja, genau, weil die sind ja neu, deswegen haben wir die noch nicht richtig, genau. Komm mal rum. Genau, und dann sprühst du schon mal vor und ja. ich fange dann schon mal an. Du fängst an, mit dem Gelb, das genau. habe ich noch nicht vorgesprüht. Jawohl, das wollte ich mir eigentlich. So, okay, dann würden wir einmal loslegen. Mhm. Und zwar vielleicht den ganzen Beutel einmal zu sehen. Ja. Genau, dann würden wir einmal anfangen. Ich hatte mir jetzt gesagt, dann würde ich jetzt hier mal die Ecken in Gelb. Oder Gold, besser gesagt. Und man sieht schön, wie deckend das ist. Ja, total. Und wer doch schön weichere Übergänge hat oder hellere Textilien, kann dann nochmal mit Wasser drüber gehen, in eine Leerflasche rein. Genau. Ne? Ja, das genau. gibt dann schöne Übergänge. Richtig. So, ich schau mal, ich habe heute sehr wenig von euren Kommentaren ja. vorgelesen, aber wir haben ja so viel zu tun heute, aber wir lesen uns die nochmal ganz in Ruhe natürlich auch nach der Show durch und reagieren dann natürlich auch nochmal. Birgit schreibt auf jeden Fall, super Sendung, wäre schön, wenn ihr öfter Textilgestaltung bringen würdet. Das ja. ist doch schon mal schön, da freuen wir uns schon mal über so ein tolles Feedback. Auf jeden Fall. Und Manuela ja. schreibt, super Idee. Ich finde schon, nur das Marmorspray macht immer viel aus. Total. Und ein T-Shirt sieht gleich toll aus. Das haben wir auch gesagt, ne? Mhm, auf jeden Fall. Auch jetzt mit den Textilsprühzauberfarben. Man denkt erst so, oh, wird das was? Genau. Ist das nicht einfach nur irgendwie so, ja, ein bisschen matschig oder so? Und nee, sobald man das also eigentlich fängt man an, oh, was ist das denn? Wie ja, sieht das denn ja, aus? Ne? So, was ist das denn? Ist hier Galaxie oder was? Ne? Mhm. Also, und manchmal spritzt das auch so ein bisschen, aber ich mache das ehrlich gesagt gerade extra, weil ich das mag, weil ja. in dem Motiv sind hier nämlich auch so Farbkleckse und die wollte ich eigentlich aufgreifen, sage ich jetzt mal, weil ich das einfach cool finde. Mhm. Ne? Genau, und dann haben wir hier einmal nochmal so einen helleren Ton. Der möchte, ja, so jetzt. Und das ist halt schön, dass man einfach wirklich viele verschiedene Farben mit einbauen kann.
die auch in dem Motiv enthalten sind. So reicht schon, oder? Ja, also genau. Sieht also umso stärker man auf eine Stelle, wie man hier sieht, umso stärker kommen die Farben. Und man, also schwarz ist ja gar nicht mehr sichtbar, kann man sagen. Ne? Das muss man jetzt auf jeden Fall nochmal trocknen lassen. Die Ecken finde ich in Weiß ganz cool. Ja. Kriege ich schon einen Krampf in der Hand jetzt. Ja, wir können auch gleich das Fertige zeigen. Nein, nein, alles gut. Ihr habt das Prinzip, glaube ich, verstanden. Nein, also einfach einsprühen, so wie man es gerne mag. Ne? Ja. Also in der Mitte, genau. Genau. Dann nochmal so ein bisschen. Dann kann man noch Marmorier-Effektspray drüber geben. Genau. So, das muss auf jeden Fall erstmal trocknen. Entweder lässt man es ein bisschen liegen und es trocknet oder man nimmt einen Föhn. Das machen wir auf der Messe ja auch immer, ne? Ja. Genau. Ach so, nee, Quatsch. Da kommt ja noch was drüber. Können wir aber auch sonst am Fertigen zeigen. Einmal mit Marmor. Oder einmal kurz Marmor-Effektspray drüber, genau. Das Marmorier-Spray. Und dann können wir das Fertige zeigen. Einfach drüber sprühen, zack, zack. Wo man denkt so, oh. Aus dem Handgelenk. Man sieht doch schon super aus, oder? Zack. Jetzt schön trocknen lassen. Genau. Oder föhnen, damit es schneller geht. Und anschließend könnt ihr dann noch aufbügeln. Und das haben wir schon mal vorbereitet. Richtig. Einmal von vorne vielleicht kurz zeigen. Genau. Das haben wir jetzt hier schon einmal vorbereitet. Den ist schon Schmetterling trocken. Aus unserem zweiten Set, genau. Ne? Mit dem Bügeltransfermotiv. Einfach abziehen. Wow. Das sieht ja wohl klasse aus, oder was sagt ihr? Und dann schön. Und man sieht auch auf der Rückseite nochmal hier, ne, das ist der schwarze Beutel und wie toll die Farben darauf einfach deckend stehen, mit nur einmal aufsprühen. Ja. Und was dieses Marmorier-Effektspray auch ausmacht. Ja, total. Ne? Also erstmal denkt man, was ist das? Ne? Ja. Und dann auf einmal kommt dieser Marmoreffekt drüber und super. Total super. Schön. Also, und passend zu meinem Oberteil. Ja, jetzt hast du wirklich, jetzt hast du alles aufeinander abgestimmt. Jetzt noch hier, den Mundschutz dazu. Für dich auch ein, ne? Achso, ja, danke. Oh, den krieg ich. Genau. Ja, guck, zack. So können wir doch jetzt einkaufen Jawohl. Gehen. Noch unsere Auf Masken jeden dazu. Fall. Dann kann's losgehen. Richtig. So, ja, wir haben euch wieder ganz viele Anregungen gegeben. Jetzt zeigen wir euch mal die Empfehlungsgrafik mit einigen Artikeln, die wir noch zusätzlich, abgesehen von unseren im Set enthaltenen Materialien, benutzt haben. Die Textilmarker haben wir ja auch mit 3 und 5 mm Breite, womit ihr euch tolle eigene Motive zaubern könnt. Ich habe eben gelesen in einem Kommentar, da hat jemand auch was von einem Faultier geschrieben auf der Mundschutzmaske. Oh, süß. Oder Fuchs, wie wir das hatten heute. Ja, oder ne? Fuchs, genau. Ja. Also da kann man ganz toll einfach ja auch Tiere und Formen übertragen und ausmalen. Unseren Marmorzauber haben wir natürlich auch nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch noch in anderen Farben wie Gold und Silber. Dann haben wir die Holzplatten, die wir eben gezeigt haben, noch mit den Metallic-Transfermotiven, die super schön aussehen. Die Zellophanhüllen können wir euch gleich nochmal zeigen, haben wir uns gedacht. Die kann man ja super als, ja, um die Masken darin mitzunehmen. Ach ja, da bin ich schon, genau. Einfach mal hier die Zellophanhülle, wenn man unterwegs ist, kann man seine Maske da super hineingeben. Steril verpacken. Steril verpacken, mitnehmen und los geht's. Genau. Also das ist noch eine Idee von uns. Und ja, dann haben wir noch viele schöne weitere Artikel. Waren da noch Artikel? Nee, das Nein? Okay. Dann gucken waren wir da jetzt. Noch, die Grußkarten standen noch mit drauf, genau. Genau. Und ja, dann gucken wir uns mal die nächsten Termine an, die auf uns warten. Und zwar jetzt am Mittwoch ist wieder Karens Bastelclub auf QVC und zwar mit einer Doppelstunde von 15 bis 17 Uhr. Es ist jetzt auch wieder QVC 2. Und zwar von 18 bis 20 Uhr, endlich wieder, genau, das war ja vorübergehend nicht wegen der Corona-Zeit. Und dann geht es am Muttertag, am 10.05. weiter auf QVC 2 mit einer Doppelstunde um 18 Uhr. Und dann am 13.05. wieder Karens Bastelclub und abends dann auch wieder QVC 2. Die nächste Facebook-Show? Genau, die nächste Facebook-Show ist am 18.05., also am 18. Mai, wieder von ab 14 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit live dabei seid und mit uns hier bastelt. Super. Ja, jetzt kommen wir zu der spannenden Auflösung. Total spannend. So spannend ist es ja nun nicht mehr. Aber wir wollten euch nochmal unseren kleinen Gag zeigen.
Und zwar, was es mit der Orange auf sich hat. Ich werde mich mal erheben. Tada! Großer Smiley, kleiner Smiley. Großer Smiley, kleiner Smiley. Da ist ein kleiner Junge unterwegs. Ihr habt es ja schon erfahren durch meine Mutter. Und der ist im Moment so groß wie eine Orange. Genau, deswegen die Orange. Genau, und jetzt kommen wir noch zur Auflösung von unserem Gewinnspiel. Wer von euch hat denn heute unsere Bügelpresse gewonnen? Ich bin schon gespannt. Es ist Vicky Kaiser. Herzlichen Glückwunsch, liebe Vicky. Alles Gute, ganz viel Spaß mit der tollen Bügelpresse. Genau. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn du uns Muster schickst und ihr alle natürlich vielleicht von euren Masken und euren Outfits und was ihr mit den Textilmaterialien, die wir euch heute gezeigt haben, so gestaltet habt. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Ne, vielen Dank an dich, Loredana. Ja, danke, hat wieder Spaß gemacht. Ja, war eine tolle Show. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.